Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stüssel für euch. Heute wieder für die Internetseite PlayStation Experience. Ihr wisst Bescheid, wie immer findet ihr unten in der Beschreibung den Link zur Facebook-Seite. Lasst uns gerne ein Like da und bleibt immer auf dem aktuellen Stand rund um die PlayStation. Ja, und heute, kurz vor dem Start der Gamescom für uns alle, darf ich euch im Namen von PlayStation Experience und von Codemasters das neue Formel 1 2017 für die PlayStation 4 präsentieren, zusammen natürlich mit dem Fanatec Lenkrad CSL Elite Racing Wheel. Wir werden uns das Ganze ein bisschen anschauen und starten tun wir natürlich wie immer mit dem Menü. Was mir auf den ersten Blick schon mal ganz gut gefällt in 2017, diese geordnete Übersicht, schlicht und trotzdem mit dem Hintergrund mit verschiedenen Bildern sehr aussagekräftig, einen kleinen Eindruck schon, was uns erwartet. Und ja, wie gesagt, unten alles sehr geordnet und schlüssig. In Formel 1 2017 finden wir hier unten, wie immer, so wie es sich gehört, Grand Prix, Mehrspieler, Zeitfahren etc., Karrieremodus, den wir uns dann im Laufe der Zeit auch noch genauer anschauen werden. Dort findet ihr aber auch solche Sachen wie Events und Mehrspieler, die ich leider zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, noch nicht anschauen kann, denn das Spiel steht ja erst noch in den Startlöchern. Auch wenn wir mal einen Blick in die Optionen werfen, alles sehr übersichtlich. Wir können hier die Credits anschauen, Spielstand zurückstellen, automatisch speichern. Und wenn wir dann noch reingehen in die Steuerung zum Beispiel, könnt ihr hier euer Schema komplett zurechtlegen. Ihr seht, ich habe hier schon ein paar Sachen ausprobiert. Zum Beispiel könnt ihr eure Tasten natürlich belegen, so wie es sich gehört, die Kalibrierung festlegen, die Stärke des Force Feedback und so weiter und so fort und alles sehr klar strukturiert und sehr übersichtlich. Ansonsten bleibt uns auf der PlayStation 4 ja nicht viel übrig, um die Grafik etc. zu optimieren, deswegen können wir eigentlich auch gleich direkt ins Menü reinspringen. Um das Ganze hier etwas ruhiger angehen zu können, würde ich sagen, wir schauen uns mal kurz einen Blick hier in das Zeitfahren an. Dort seht ihr nämlich schon diese Neuerung. Wir haben hier einmal diese Formel 1 Wagen von der neuen Saison 2017, aber auch historische Wagen. Und dort werfen wir mal als erstes einen Blick rein. Unter dieser Kategorie historische Fahrzeuge befindet sich allerhand historische Fahrzeuge, zum Beispiel hier der Williams von Ayrton Senna, meine ich. Korrigiert mich gerne, wenn ich hier falsch liege. Ich bin kein Formel 1 Experte. Und so als erster Überblick würde ich sagen, sind es alles Fahrzeuge, die eine Meisterschaft gewonnen haben. Aber wie gesagt, ich bin leider kein Profi. In der Kategorie moderne Formel 1 Fahrzeuge finden wir natürlich alle Fahrzeuge der kommenden und aktuellen Saison, die bereits gestartet ist, der Formel 1 2017. Um die Grafik ein bisschen anzuschauen und das Ganze in Ruhe testen zu können, würde ich sagen, starten wir einfach mal eine kleine Testrunde hier mit dem Williams von 1992. Werfen wir noch kurz einen Blick in die Rennstrecken in der Formel 1 2017. Allerhand Strecken sind dabei und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Lieblingsstrecke und eine der anspruchsvollsten Strecken, natürlich Monaco, Circuit de Monaco. Und auch, was ich ganz gut finde, während der Ladebildschirm startet, könnt ihr den Optionsknopf drücken und dort eure Setups einstellen. Zum Beispiel die Präferenzen, eure Fahrhilfen zu- oder abwählen. Aber was ich auch ganz gut finde, Wettertyp nochmal einstellen oder auch die Zeit, wo wir fahren. Wir testen heute mal was Neues, Monaco bei Nacht. Angekommen in der Boxengasse können wir unseren Mechaniker nochmal beten, dass es das Tablet hergibt und wir können hier zum Beispiel unsere Setups nochmal anpassen. Dort könnt ihr die Benzinlast, Aerodynamik, Transmission, Aufbau der Radaufhängung und einstellen. Es gibt enorm viele Möglichkeiten hier das Fahrzeug gegebenenfalls im Idealfall zu optimieren, aber auch mit dem falschen Setup vielleicht doch ein oder zwei Plätze zu verlieren. Ihr kennt mich, ich bin eher ein Freund von Tun als lange Rumsuchen in den Optionen. Ich will mal sehen, wie sieht das Ganze aus, wie klingt Formel 1 2017 und deswegen gehen wir gleich direkt auf die Strecke. Und wir beginnen hier die erste Runde in Monaco mit einem fliegenden Start. Die Ampeln schalten um und dann geht's ab auf die Strecke. Eine anspruchsvolle Strecke, eng und schnell. Wenig Platz für Fehler. Ein Fehler bedeutet hier meistens das Aus.
denn man landet sofort in den Banden. Hier gibt es keinen Spielraum. Was? Ich war doch nur einen Zentimeter über den Körbs. Gleich eine ungültige Runde. Und das Force Feedback muss hier arbeiten. Und was ich ganz, ganz schön finde, ich habe ja schon ein, zwei Runden gedreht mit den modernen Fahrzeugen. Bin jetzt zum ersten Mal hier über zu den etwas älteren Fahrzeugen. Und man merkt einen komplett klassifizierten Unterschied. Es fühlt sich an wie ein neues Spiel. Hier ist nichts irgendwie mit Servolenkung, sondern hier muss man schon noch mal ein bisschen mehr arbeiten. Es fühlt sich fast schon an wie ein eigenständiges Spiel. Die Historic-Klasse. So, Ausfahrt. Und dann gibt es eine enge Links-Rechts-Kombination. Ja, hier mag man auf jeden Fall den Lenkunterschied. Jetzt am Schwimmbad vorbei. Sehr schön. Also soundlich auf jeden Fall ein Genuss. Oh, da blockieren die Räder. Ja, man merkt, da schiebt das Fahrzeug, wenn die Räder blockieren, schön über die Achse. Und jetzt gehen wir nochmal alles. Und gleich nochmal Wiederholung. Vielleicht ein bisschen zu streng der Schiri. Oder die Rennrichter, Linienrichter, keine Ahnung, wie die hier im Formel 1 Sport heißen. Ich bin ja nicht wirklich ein Formel 1 Guru, was das Ganze angeht. Aber wir wollen euch ja nur einen Einblick hier in dieses Spiel bringen. Wenn ihr das seht, bin ich nämlich bereits auf dem Weg Richtung Köln. Aber es macht auf jeden Fall mega Laune und optisch sieht es richtig, richtig gut aus. Oh, da kam kurz das Hinterteil weg. Und hier das Anbremsen nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall auch ein längerer Bremsweg von den alten Fahrzeugen. Sehr interessant, sehr interessant. Ich denke, das wird den ein oder anderen Formel 1 Fan begeistern, diese extra historische Klasse, sage ich mal. Eine sehr gute Runde zum Abschluss, würde ich sagen. Und dann fahren wir rein in die Box. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat das Video mal gefallen. Ein kleiner erster Einblick in Formel 1 2017 von Codemaster. Im ersten Moment, muss ich sagen, bin ich begeistert. Mir gefällt es schon mal sehr gut. Soundtechnisch, grafisch, sieht alles ganz, ganz ordentlich aus. Weitere Videos werden auf jeden Fall folgen. Wir werden uns noch den Karrieremodus intensiver anschauen. Ich bedanke mich für immer fürs Zusehen und lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.